Einen guten Abend. Wir spielen noch etwas. Gleich geht's los. Ich muss nur noch einmal zwischendurch kurz was abholen, aber das dann in ein paar Minuten. Fahren wir fort. So, ich hoffe, ihr seid gut drauf, gesund, noch nicht zu müde oder auf dem Weg der Besserung. Da ist er ja. Hallo, Tyrawal. Einen guten Abend. Ja, was mache ich jetzt? warte, ich hatte ja schon grob auf der Karte geguckt beim letzten Mal. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich. Und meine Idee war eigentlich, jetzt hier mal nach Osten zu gehen. Und ja, diese Quest zu machen mit der Kriegsherrin. Und hier vielleicht auch diese ganzen anderen Sachen mitzunehmen, die es hier in der Nähe noch gibt. Genau. Also wähle ich die Quest einfach mal an und wir lesen nochmal nach, worum es da ging. Aloys, Sona und Val haben entdeckt, dass die Mörder in der Erprobung eine Basis in Teufelsleid haben. Es ist an der Zeit, sie auszulöschen. Begib dich zum Roten Echo. Triff Val und Sona. So, jetzt muss ich nochmal niesen. So, dann hüpfen wir mal darüber. Direkt durch die Wand geht's nicht. Danke. So, hier gab es ja diese Abkürzung. Oder? Ach, da drüben. Hier hinüber. Dann hier die. Zum Glück bin ich nicht eingeschneit. Slackline runter. Ich weiß gar nicht, wie man das anders nennen soll. Slackline ist ja auch irgendwie falsch. Und hier geht's. Ups. Da unten sind Graser und Wächter. Eigentlich links liegen lassen. Denke ich. Also ich habe versucht, all meine Pfeile und sowas wieder aufzufüllen. Aber das ist mir nicht so richtig gelungen. Weil mir irgendwie ein Teil fehlt, wo ich nicht finden konnte, wo ich das herkriege. Jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Und zwar für die Zerspringpfeile. Da brauche ich irgendwas, was ich auch nicht aus den Maschinen kriege. Ach, ich habe vergessen, beim Händler zu gucken. Das wäre ja noch eine Möglichkeit gewesen.
Einfach beim Händler das zu kaufen. Haben wir hier noch einen Händler in der Nähe? Nicht so wirklich. Naja, ich hoffe, ich brauche die jetzt nicht direkt, die Pfeile. Sollte ich sie auch nicht wählen? Sonst ist es generell zu empfehlen, noch mehr Holz zu sammeln, weil ich davon noch viel brauche. Also einfach immer alles mitnehmen auf dem Weg. Oh, das ist doch so ein. So ein Viech, was in dem. In der Brutstätte war. Mit Wächtern zusammen. Ist ja eigentlich die Aufstellung ganz ähnlich wie in der Brutstätte. Jetzt trotzdem nicht so Lust da gegen den zu kämpfen. Aber es sieht auch nicht danach aus, als müsste ich das jetzt tun. Denn es geht geradeaus weiter. Wächterareal. Durch die Wächter müsste ich vielleicht durch. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Gegen Wächter kämpfe ich ja gerne. Eigentlich. Vielleicht ein ganz gutes Aufwärmtraining. Wie viel haben wir denn? Oh, ein Plünderer. Zwei Plünderer. Oh, nicht so wenig Plünderer. Die brauchen wiederum eher Feuerpfeile. Und da drüben sind auch Gegner, und zwar keine schwachen. Ja gut, irgendwo muss ich ja durch, ne? Dann würde ich jetzt doch eher trotzdem eher hier bleiben. So, den Plünderer könnte ich, wenn ich ihn gut treffe, in die Lohe. Ach nee, das ist noch da. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Da wären tatsächlich Abrisspfeile gut, naja. Die haben wir gerade nicht. Okay. Egal. Bauen uns einfach mal eine kleine Schutzbasis hier. Und dann logge ich sie an.
die Sache etwas leichter. Okay. Das lief auch erstaunlich gut. Da die ganzen Sprengfallen glücklicherweise direkt einen One-Shot waren. Da ist noch irgendwas. Ach, da hinten. Weit hinten. Das ist irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Gutes Fleisch. Okay, sehr gut. Hat das geklappt? Ich hätte gedacht, dass es mehr Wächter sind und weniger Plünderer. Jetzt hatte ich direkt drei Plünderer, aber ich glaube auch drei Wächter. Trampler. Gut. Da drüben sind noch ganz viele Panzerwanderer. Und auch irgendwelche Hochhäuser. Das könnte ein Panorama sein, denke ich, mit dem Hochhaus. Wo man wieder einen Blick in die Vergangenheit werfen kann. Sieht gut aus. Gut. Der Weg ist jetzt erstmal frei. Gefahren, oder? Dürfte auch nicht gut zu sprechen sein auf einen. Hat der Sägezahn für Schwachstellen? Der Lohebehälter. Der ist hinten an seinem Hintern. Was denn? Ist aber nicht das. Jetzt rennt er da trotzdem rein.
Eieiei. Tja, da ist man noch eine ganze Armada Wächter angelockt. Und ist jetzt weg. Sie wieder ab. Toll, hat noch einen Freund dabei. So, jetzt muss ich erstmal Pause machen. Wow. Was ein aufregender Kampf, Tyra, weil ich konnte gar nicht lesen, was du gerade geschrieben hast. Also, ich hoffe, ich kann es hier nachlesen. Irgendwie nicht. Warum kann ich es nicht lesen? Twitch war böse. Und hat mir den Abend, an dem ich krank war, nur 3 Minuten on, nicht als Stream-Teilnahme gewertet. Oh nein, wie gemein. Schade. Schade, Thürer, weil 3 Minuten zählen also nicht. Also mal eben kurz reinschalten geht nicht. Wer hätte das gedacht? Okay. Tut mir leid. Thürerwall. Ich habe gerade tatsächlich diesen Megakampf gemeistert.
und ungefähr 1 Million Gegner erledigt. Tatsächlich alle erledigt. Wahnsinn. Aber auch jede Menge Gesundheit verloren. Aber weniger als ich vermutet habe. Ich hätte ja gedacht, mich haut's jetzt um. So, jetzt muss ich mal kurz abholen. Jetzt habe ich das aber auch schon erledigt. Und jetzt kann ich hier jede Menge ernten dafür. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Zünder haben wir auch dabei. Vielleicht ist ja sogar das dabei, was ich brauche, um die Zersprengpfeile zu erneuern und davon neue zu machen. Das wird mir Aber unterwegs sicher weiterhelfen. ich hatte eigentlich geguckt und nicht gesehen, dass die bei irgendwelchen Wiesen dran sind, die ich schon kenne. Und das sind ja hier alles solche, die ich schon kenne. Gut, dann schauen wir mal. Nee, ist nicht dabei. Gut, man kann nicht alles haben. Keine Zersprengpfeiler zum Beispiel. So, hier hätte ich keine mehr erledigt. So in Entfernung. Scheint nicht. Ja, mehr. In der Entfernung alle zur Hilfe in die unmittelbare Nähe gerufen. Muss ich auf jeden Fall noch nach Blumen gucken, um meine Gesundheit wieder aufzufüllen. Bevor ich da oben noch einen zweiten Kampf antrete oder einen weiteren. Das ist schon mal gut. Mehr rote Blumen, bitte. Das nehme ich lieber mit. What? Junge Nora-Kriegerin? Junge Nora-Lehrerin? Jägerin? Ah, okay. So muss ich es machen. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Die sind alle nass.
Lager. Okay, 1, 2, 3 Lager. Und dann ist das wahrscheinlich Teufelsleid. Und Panorama ist hinter mir. Aber das wird das Teufelsleid-Panorama sein. Und das müsste dann noch ein anderes sein. Und das sieht auch aus wie eine Verderbniszone. Krieger, es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten. Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache! Heute brechen wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Urmutter unseren Verstoß vergeben. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Auf in den Kampf! Blut für Blut. Und so endet die Spirale des gegenseitigen Leids niemals. Naja. Muss ich jetzt noch was machen? Räume die Lager. Ich räume die Lager. Ihr könnt da jubeln und euch tote Gegner wünschen und ich kümmere mich. Was ist das denn hier? Ein Panzer? Wie immer und überall, genau. Breitkopf. Breitkopf. Hi, Breitkopf. Wer bist du denn? Ach, ein Büffel. Harte Außenhülle, synthetische Muskeln und die synthetische Muskeln im Triebsystem schützen. Aber Lurbehälter auf dem Hintern. Und er macht einen Sturmangriff. Aber muss man natürlich Abriss können. Tja, da habe ich jetzt nicht die notwendigen Ressourcen. Ich muss nochmal gucken. Zum Herstellen der Munition für die Scharfschützenbeutel brauche ich Echohülse. 4 Stück. Und ja, habe ich nicht. Ich kann eine Quest draus machen, aber hilft mir ja nicht. Da steht ja nicht, wo man die Echohülsen herbekommt. Tja. Schade eigentlich. Ja, was ist das hier? Das ist ein verrosteter Panzer, oder? Oder zumindest der Unterbau. Und das hier oben? Keine Ahnung. Flugabwehrgeschütze oder sowas, oder? Irgendwelche komischen IM-Geschütze? Keine Ahnung. Irgendwas Futuristisches. Ja, jetzt würde ich eigentlich gerne auch noch gegen so einen Breitkopf mal kämpfen, um zu wissen, wie das ist. Ein reißender Bach. Strom. Wie auch immer. Obwohl mir die da wahrscheinlich nicht begegnen werden. Das sind ja Menschen dann, vermutlich. Du brennst? Okay, stört dich aber gar nicht so sehr. Ja, die anderen brennen jetzt auch.
gucken, ob die sich löschen. Da sind definitiv noch mehr. Ah ja, I see. Aber ich wollte mir ja die Breitköpfe angucken. Der dritte ist in die Richtung abgehauen. Zu den Brüllrücken. Zu denen gehe ich auf jeden Fall nicht. Okay, da sind noch mal ziemlich viele Tierchen. Und die hole ich mir auch noch. Das hält sich eine Weile. So, das erste Lager ist ein paar Schritte in dieser Richtung. Der ist doch verderbt. Zwei verderbte Wächter. Endlich an. So, dann werden wir mal nochmal durchstarten hier im Kampf. Achso. Greifen meine Leute jetzt mit an. Sieht so aus. Die nun nicht unterscheiden. Auf diesen Feind konzentrieren. Ja, super. Von mir gibt's kein Entkommen. Hier drüben ist jemand. Ja.
So ganz noch nicht, ne? Für die Nora! Was für die Nora erreichen ich wusste, ihr Ziel wir schaffen das. Immer. Wir haben unsere Beute. Okay. Hey, 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 das ist meins. Ich sicher noch gebrauchen. Tatsächlich, ja. Das zur Heilung ist immer nicht schlecht. Ach, hier sind auch noch so eine Lohnbehälter, die hätte man natürlich auch in die Luft jagen können. Das hätte wahrscheinlich manches leichter gemacht. Das hält sich. Aber dann ist ja zu leicht. So. Ein Alarmsystem. Da ist noch eine Vorratskiste. Und da oben auch. Die sollte ich mir noch holen. Und es gibt vielleicht noch eine Tasse oder irgendwas. Okay, da ist noch allerhand. Mit denen kann man nichts machen, außer sie in die Luft zu jagen. Was ich jetzt nicht getan habe. Aber ich habe noch irgendwelche Schatzkisten. Aber auch nicht das Material drin, was ich mir erhofft hatte. So, hier gab es noch irgendwo eine weitere Vorratskiste. Oder die ist dann schon im nächsten... Zerstörter Wächter. Ich glaube eher alte Trümmer. Ein weiterer Tag ist vorbei.
irgendwie nach Verderbnis aus hier. Da ist der Wächter. Was ist das? Nix. Und eine hiervon. So, und die Trümmer sind anscheinend von der anderen Seite zu erreichen. Also gehe ich nochmal von der anderen Seite rum. Dort. Und da ist es, das alte Gefäß. Damit hätte ich diesen Kartenteil hier geklärt, aber es ist tatsächlich auch ein anderes Set. Gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den alten lieb und teuer war, natürlich. Trägt die Aufschrift Miram. Sets von den alten Gefäßen und so weiter und so fort. Also wieder eine Tasse. So, die anderen Einrichtungen sind dort. Luna, ich komme. Textdatenpunkte. Persönliches Protokoll. Sieht aus, als würde ich zum Mond fliegen. Heute habe ich mich mit Jerry getroffen und er sagte mir, dass ein paar unserer Helium-3-Minen nicht so ertragreich sind, wie sie sein sollten. Die Drohnenüberwachung da oben hat ein Auge drauf, aber selbst sie können nicht sagen, was die Probleme verursacht. Also will das Unternehmen ein Team raufschicken, um die Sache genauer zu untersuchen. Das Schwerkrafttraining beginnt am Montag. Luna, ich komme. Okay. Da will wohl jemand zum Mond. Oder darf, oder wie auch immer. So, Gesundheit ist wieder voll. Einmal Check-up, da ist ein verdorbener Wächter, den erledige ich mal lieber. Bevor der mir Probleme macht. Oh, ist aber eigentlich recht weit weg. Der ist auch irgendwie in diesem Gebäude drin. Komme ich hier durch? Nein. Hier aber. Und da. Ein Feind.
Wer weiß, vielleicht schaffe ich den auch mal wieder per Kopfschuss zu erledigen. Wäre ja auch mal wieder was Tolles. Und ein Häschen, na gut, da gibt es ja noch mehr. Der fällt da irgendwie Bäume oder sowas. Ich sehe den gar nicht. Da drüben ist noch ein Busch. Zerstöre den Alarm, räume das Lager. Wo soll denn der Alarm sein? Da oben sind die Noah-Krieger. Okay, ich versuche mal das Ding zu zerstören, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht mit einem Brandpfeil? Stört die irgendwie nicht. Bisschen komisch. Brandpfeil scheint es nicht zu sein. Vorratskiste? Vorratskiste. Die sind doch hinter den... dem Dingens dort. Verderbter Plünderer, nehme ich an. Zu spät, oder? Komischerweise nicht. Ist nicht explodiert, der Lohebälte. Dabei explodiert er eigentlich sofort. Wie man sieht.
Tyrawal, mach's gut. Schlaf gut, erhol dich noch gut. Und dann kannst du ja gerne morgen zu Ende gucken und ja, danke dir für die 42 Bits. Sie sollen bluten. Du kannst unserem Griff nicht entkommen. Komme ich halt dem Griff nicht. Suche ab, Ziel gefunden. Der Reihe nach abgeknallt. Versammeln und bereit machen zum Flankieren. Zusammenbleiben. Dein Ende ist gekommen. Wir fliegen auf die Nora. Ah, da kann ich so schwer. Überlegen Sie rum. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Vor allem was zur Heilung. Wobei ist ja nicht viel passiert. Man da jetzt mal zu sagen. Mit dem Alarmsystem das auszuschalten hat irgendwie gar nicht funktioniert. Absolut kein Platz dafür. Ja, auch nicht so wichtig. Dass wir die Steine mitnehmen. Was ist das? Ein Fuchs. Da ist noch was. Da ist auch noch was. Oder Wächter. Vorratskiste. So, das ist die Vorratskiste da unten, nehme ich an. Nee, Kultistenscherge habe ich noch nicht. Aufgesammelt. Okay, dann habe ich alle.
Und da gibt's noch ein altes Gefäß. Noch eins. So einige. Dann ist dort das nächste Lager. Was ich räumen soll. Alte Trümmer. Die holen wir auf jeden Fall auch. Kann ja eigentlich nicht das Gefäß sein. Ah, hier kommt einmal. Okay. Das Rot ist durchgeströmt. Die Verderbnisfarbe. Mehr Tiere. Zwei verdorbene Plünderer. Zumindest das Gefühl wieder, dass ich mich um die kümmern sollte. Zehn anfällige Maschinen erledigt. Du hast 10 brennende oder eingefrorene Maschinen mit Feuer- bzw. Eisschwäche erledigt. Gut. Aber wieder mal zu viel Sprengfallen aufgestellt. Aber naja, besser zu viel als zu wenig. Das gehört jetzt mir. Ganz klar. Okay. Alte Trümmer. Hole ich wieder. Und da
Zerstörter Wächter. Hole ich mir auch noch. Da sind wieder alte Trümmer. Das muss ich alles noch Stück für Stück aufklären. Störe den Alarm. Ja, ich weiß halt nicht wie. Was würde ich tun? Möglicherweise kann man ja da hinlaufen und den direkt zerstören. Aber dann müsste man da halt irgendwie durchschleichen können. Steht ja auch direkt einer. Dann kennen wir uns jetzt ja. Ich alarmiere die anderen. Stirb, Abtrünniger! Ich bin sehr furchtbar. Mich, ja? So viel Friendly Fire hier. Dich!
Das war ja geschickt abgetaucht. Na, den kriegt er alleine hin, oder? Also der Gegner war sehr geschickt abgetaucht. Immer noch dabei. Jetzt haben sie es geschafft. Haben wir noch was auf der Rückseite? Das ist nur ein Lurbehälter, den wir nicht in die Luft gejagt haben. Irgendwo da war auch noch was zu sehen. Nee, das nicht. Da unten. Da unten im Wasser. Könnte man hier möglicherweise durch... tauchen, aber das ist ja auch nicht leise. Also möglicherweise geht es, wenn man diese ganzen Skills hat, die einen leise machen. Weiß ich nicht. Da. Verdammt, in meinen Stiefeln steht das Wasser. Begib dich zum nächsten Turm. Gut, das ist doch jetzt Panorama. Jetzt würde ich eigentlich gerne hier die anderen Sachen mitnehmen. Es ist schon so spät. Ich begebe mich zum Turm. Die anderen Sachen kann man immer noch machen. Denke ich. Gut, verdorbene Wächter sind nicht so stark. Jetzt
Ist aber nichts zum Verstecken. Nicht abhauen. Kommen die hier nicht durchs Wasser, oder was? Na, du kommst doch, Kinder. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das haut ja auch wieder ab. Dann kriege ich eben Unterstützung von meinen Nora-Gefährten. Ist mir eigentlich auch recht.
Na komm. Alte Trümmer. Und da halt auch. Ich bin doch gespannt. Die Falle. Ich dachte, die sei daneben gegangen. Wer bist du denn? Verdorbener Grauhabicht. Feuerschwäche. Aber auch der hat die Fähigkeit nicht. Oder die Ressource nicht, die ich brauche. Um den letzten Pfeiltyp da wieder herzustellen. Wieder aufzufüllen. Verkehrsschilder oder sowas. Was aussieht wie eine Uhr. Ach, da sind schon die Nora. Haben wir diesen Turm eingenommen, oder wie? Darf ich das interpretieren? Für mich. Für dich. Sieht so aus. Rede mit Sona. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden, unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl, du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal.
Da ganz oben gibt's was zu holen. Weil das auch eben auch ein Aussichtspunkt ist. Aber dazu müsste ich erst hochklettern. Dann machen wir mal irgendwas. Hast du einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Den Metallring. Nichts leichter als das. Weckt zumindest den Eindruck, als könnte man direkt hier rein. Wir können hier raufspringen und dann aber nicht weiter. Ah, okay. Nimm meine Hand. Suche im Metallring nach einem Blick auf die Lohe. Genau. Nimm du den da rechts. Jo. Also nicht. Hier könnte es gleich Ärger geben. Ein Geschenk des Schattens. Leb wohl, du Narr. Naja, war nicht so schlimm. Die haben verderbte Maschinen. Noch zwei. Nimm du den linken. Ja, kann ich ja nicht. Weil ich nicht weiß, wie du da hingekommen bist.
Nimm du doch den linken. Aha. Also hier ist kein Weg. Möglicherweise war er die ganze Zeit oben, aber ich glaube, oben endet hier auch. Das ist ein bisschen doof, wenn man nicht neben ihm steht und sieht, wo er lang geht. Ah, hier scheint was zu sein. Ah, okay. Die zwei. Also, los. So, bleiben wir zusammen, würde ich sagen. Dann sehe ich auch, wo du hochgehst, und dann weiß ich gleich, wo ich hochgehen kann. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Wahl. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Easy. Sieht nicht so aus, als sei das der unten, da unten durch die Mitte der beste Weg, aber... Was ist denn die Alternative? Also ich kann hier Spuren markieren. Dann weiß ich, wo die lang gehen, aber hilft mir das? Der bleibt auch. Ah, okay. Mal eben, ob ich stiller Schlag drücke R1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen. Größere Gegner, versuchen wir das mal. Was würde ich sagen? Thank you.
Es hat schon mal funktioniert. Und der geht da auf und ab und der auch. Vielleicht erwischt. Ja, nur vielleicht. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohn. Oh, ja, das... Ich würde sagen, das hat überhaupt nicht geklappt. Klar kann ich der Gerechtigkeit entfliehen. Du musst die Lohe entzünden, und zwar schnell. Ja, genau. Nichts leichter als das. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Aha. Könnte ich das? Oh, schnell in die Videosequenz gerettet, würde ich sagen. Ja, genau. Was soll schon schief gehen? Jetzt kann ich, ob es hilft gegen diese. Irgendwelche hätte ich mir vielleicht nochmal angucken sollen. Hat auf jeden Fall keine direkten Nachteile. Aber was hilft gegen den? Feuer. Feuer. Feuer und Abriss tatsächlich auch. Ja, dann würde ich sagen. Okay, ihr wollt es ja so.
Puh. Easy. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Siegreich mit der Kriegsherrin. Du hast ja die Nora-Kriegsherrin gefunden und die Mörder im Metallring besiegt. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Na, so viele offene Fragen. Ich werde jetzt hier erstmal alles einsammeln. Ich glaube, es ist recht viel. Ich gebe dich zum Karja Grenzfort, aber das ist dann wieder die andere Quest. Also die Quest ist jetzt hier tatsächlich beendet. Ich hoffe, ich kann noch alles aufsammeln. Sieht gut aus. Ja, die habe ich wieder gar nicht verwendet, die Heiltränke. Hier wird dahinter hinten echt nichts mehr. Wäre ja eigentlich gut, weil dann kann man vorn bleiben. Sieht so aus. Die ganzen Vorratskisten sind direkt hier vorne. Naja, was heißt die ganzen? Die eine Vorratskiste. Aber hey. Ich will nicht meckern. Okay, sehr schön. Ja, dann gehe ich jetzt hier noch zum Lagerfeuer. Und würde dann an der Stelle erstmal Pause machen. Und dann können wir beim nächsten Mal hier noch diese ganzen Dinge aufsammeln, die jetzt hier alle noch zu holen sind, an diesen Spezial-Ereignissen oder wie auch immer man das nennen möchte. Das Panorama, wo wir noch was erfahren über die Vergangenheit. Die anderen sind ja nur zum Einsammeln und hier drüben ist noch ein Panorama. Ob ich die hier oben machen soll, ich denke eher erstmal nicht.
Mal gucken, kann ich mir ja noch überlegen. Vielleicht mache ich die ja doch. Weil die sind nochmal starke Gegner. Wenn ich an denen vorbei will. Und ich weiß auch nicht, das müsste ein Banditenlager sein. Da könnte man wieder Neil treffen, wenn man da hochgeht. Gut, aber ich gehe jetzt erstmal hier zu diesem Lagerfeuer. Das sollte ja nicht so weit entfernt sein. Und dort... Oh, hier gibt's noch was. Zu lesen. Das machen wir noch. Persönliches Protokoll, Holospuk. Die anderen aus der Forschungsgemeinschaft für Paranormales bleiben stur. Das kommt nicht überraschend. Ich wusste, dass meine Theorien als radikaler Abfall vom Glauben verstanden werden würden. Aber wie auch immer, der Tag wird kommen, und zwar bald, an dem die Forschungsabteilung für paranormale Phänomene die einfache Tatsache akzeptieren muss, dass virtuelle Orte ebenso leicht von Geistern und der ratlosen Toten besetzt werden können wie physische Orte. Genau so ist es. Das ist nicht nur Spekulation. Ich war es, der den kreischenden Geist gesehen hat, der die Diskussion, der zwischen den Diskussionsräumen des internationalen Bündnisses der Strickfreunde umherschwebt. Ich war es, der voller Schreck das leise, verrückte Flüstern gehört hat, das sich unter den digetischen Klangteppich von Goblination gemischt hat, was auch immer das ist. Wie die gespenstische Vertriebene fliehen, die Geister der Toten aus unserem Reich in die Hololandschaft. Und ich werde den Grund dafür herausfinden. Das wirst du bestimmt, mein verrückter Freund. Okay. Aber wir wollen zunächst noch einen Truthahn jagen. Ah, den finden wir nicht mehr. Und am Lagerfeuer eine Pause einlegen. Zu spät wieder. Zu spät anvisiert. So, dann schaue ich nochmal auf die Quests, Aufträge, Zersprengerpfeil. Objekt herstellen. Ach so, ja, genau, das habe ich jetzt als Quest aus Versehen angelegt. Die kann ich auch abbrechen. Ja. Kann ich aber auch da lassen. Wie auch immer. Ich brauche auf jeden Fall die Ressourcen, um so einen Zerspringerpfeil herzustellen. Und ich habe sie derzeit nicht. Und ich muss Sachen verkaufen gehen. Nee, auch dort drinnen gibt es leider kein solches Objekt. Okay, gut. Der Plan steht. Hier wird weitergemacht. Wahrscheinlich schon morgen. Irgendwann. Oder am Wochenende auf jeden Fall.
Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch für heute eine gute Nacht. Schlaft gut und dann gerne bis zum nächsten Mal. Heute wieder nur eine kleine Runde, am Wochenende dann gerne etwas länger. Na gut, dann bis bald und ciao.